Hunderte Freiwillige kämpfen verzweifelt gegen Flammenmeere im Norden Algeriens. Noch immer wüten mehrere Brände in dem nordafrikanischen Land. Viele sind nach Überzeugung der Behörden auf Brandstiftung zurückzuführen. Für die Opfer der Feuer wurde ein nationaler Trauertag abgehalten. Über 40 Zivilisten und 28 Soldaten sind bereits ums Leben gekommen. In der italienischen Region Kalabrien gab es laut Medienberichten 4 Todesopfer im Zusammenhang mit den Bränden. Regionalpräsident Nino Sbirli sprach zuletzt von knapp 60 noch aktiven Bränden. Das seien zwar weniger als am Vortag, aber die Situation bleibe ernst. Ungefähr 70 Löschtrupps waren nach Angaben der Region im Einsatz. Auf der besonders stark heimgesuchten griechischen Insel Euböa scheint vorerst das Schlimmste überstanden zu sein. Allerdings stehen viele Menschen vor dem Nichts. Im Norden Euböas ist die gesamte Stromversorgung zusammengebrochen. In Montenegro haben die Wald- und Buschbrände auf dem Domitor-Nationalpark übergegriffen. Das Gelände oberhalb der Tada-Schlucht ist nur schwer zugänglich. Die Feuer breiten sich aufgrund des vertrockneten Grases und der niedrigen Vegetation rasch unterhalb der Kiefern aus. Die Region Jakutien im Nordosten Sibiriens ist in diesem Jahr am stärksten von den Bränden betroffen. Die russische Waldschutzbehörde zählt derzeit insgesamt 111 aktive Brände auf einer Fläche von 1,6 Millionen Hektar.